Tag zusammen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines in unserer Stadt Viridis. Nachdem wir jetzt in der letzten Folge die Energieversorgung sichergestellt haben, soll es nun endlich losgehen, hier unseren Freizeit- und Tourismusdistrikt zu bauen. Was man jetzt hier noch ganz schön sieht in der Animation, dass hier die Mosel weiterhin rückwärts fließt, dadurch, dass wir hier die das Wasserkraftwerk immer noch haben. Das dauert noch. Man sieht es auch hier, bleiben wieder die Schiffe hängen. Das wollen wir mal direkt beheben, weil der Wasserspiegel weiter abgesunken ist. Das korrigieren wir mal sofort, damit wir hier keinen Stau bekommen. So. Und auch hier können wir noch mal vielleicht ein bisschen korrigieren. Ich hoffe, dass ich das im Laufe des Spiels noch mal etwas behebt und der Wasserspiegel wieder steigt, sobald wir fertig dann lang genug gewartet haben. So, also jetzt soll es darum gehen, hier den Freizeitdistrikt zu errichten. Könnten hier, ich überlege gerade, ob wir hier die Straße noch ein bisschen hier rüber ziehen. Aber andererseits, ja doch, das können wir noch mal immer machen. Wir unterbrechen mal ganz kurz hier. Ziehen hier die Kanalstraße. Das ist ja eine Hauptstraße mit Straßenbahn. Die soll idealerweise hier vorne. Und vielleicht, ja, machen wir es mal hier. Ist der Abstand hier ein bisschen kurz. So, kommen wir dann nah an den Bäumen entlang und schließen dann hier ab. Das gleiche machen wir auch auf dieser Seite. Das reißen wir auch ab. Machen hier eine Kurveverbindung und hier auch. So, das sollte doch eigentlich passen und mich hier etwas mehr Platz für unseren Distrikt. So, wir schauen mal, ob das hier sich gleich löst, aber ich denke schon. So, die Kanalstraße kann natürlich weitergeführt werden. Na, nicht ziehen. Das ging das sonst immer. Was ist hier mit dem? Ja, okay, ist klar. Das sah etwas komisch aus. So. Wir haben hier hoffentlich auch keine Ampel noch gesetzt. Und ich verkehre, aber es ist klar. Hier kommt ein Stoppschild hin. Das können wir mal kontrollieren, dass das die richtige Priorität hat. Da können wir die Ampel vielleicht noch lassen. Hier ist das mit der Stoppstraße und mit dem Stoppschild auch in Ordnung. Sehr gut. So, also dann ziehen wir jetzt hier. Das ist die Frage, ob wir hier wieder die Radwege nehmen. Wieso nicht? Dass wir dann hier im rechten Winkel wegkommen. Dann tatsächlich hier dann entlang. Doch, mal gucken, was wir mit der geraden Straße hinbekommen. So. Und dann von hier vorne gehen wir dann weg. Guck mal, hier ist ja nur Schienen. Das heißt, das ist, glaube ich, zu nah. Gehen wir von hier aus dann vier und vier und das sieht komisch aus. Also nochmal von dem Knoten 5 und 5 und dann machen wir hier
vernünftige Verbindung. So. Sehr gut. So, dann haben wir hier nämlich noch ausreichend Platz und theoretisch hier nochmal eine weitere, ja, zweite Reihe quasi zu machen. Na, das war nix. So. Und dann gehen wir von hier aus durch. Machen wir die Winkel aus. 7 und 7. Und schließen hier ab. Sehr gut. Dann setzen wir noch mal ein paar Pfade, wo ausreichend Bedarf an Gewerbe. Ich frage mich, ob wir hier nicht einen Fußweg direkt am Kanal entlang machen. Ich glaube, das fände ich ganz elegant. So ein Zaun, das ist eine Keimauer, kann man leider nicht setzen, das habe ich schon ausprobiert. Das funktioniert leider nicht. So, dann führen wir den hier entlang. Aber andererseits, hier muss er ja gar nicht, hier muss er gar keinen Fußgänger hin. Das sollte bis dahin reichen. Müssen hier auch nochmal unseren Kreisel richtig setzen, sehe ich gerade. So, zack, das ist ja der Kanalkreisel. So, jetzt haben wir hier wieder die falsche Kreuz. Das hier ist, das passt so nicht. So, das ist ein Stoppschild. Hier kommt ein Stoppschild hin. Dann haben wir hier noch gehen von hier aus dann an die alle aus. Schließen hier an. Dann können wir nochmal einmal hier zwischen den Feldern, zwischen diesen Markierungen durchgehen. Schließen einmal hier an. Und dann bekommen wir von hier aus. Wir kommen. Das ist prima. So, damit haben wir die Fußwege einigermaßen sinnvoll gesetzt. Ja, sehr gut. Da fahren auch schon einige Autos. Also dann setzen wir jetzt mal hier das Gewehr. Also wir brauchen noch unsere Nahwärme natürlich. Die hat sich sowieso verschoben. Wegen der Verkehrsführung, also die machen wir alle aus, genau hier lang und gehen wieder entlang der Straßenführung, wie man das erwartet von der Wasser- und Fernwärmeversorgung. Alles verseucht, tipptopp. Und dann setzen wir jetzt also hier vorne Gewerbe. Auf beiden Seiten hier auch. Hier an der Helena Straße ebenfalls. Das ist jetzt hier das. Jetzt ist noch der Plan, wir haben noch ein bisschen Bedarf an Büro, ob wir hier nicht ein bisschen Bürofläche setzen. So. Jetzt setzen wir auch nochmal das Gewerbe hin. Jetzt ist die Frage, können wir hier nochmal so einen kleinen Zaun setzen? Was haben wir hier an Zäunen? Der Naturschutzzaun, der sieht so ein bisschen komisch aus. Was ist das hier? Bauernhofzaun. Damit die Leute hier mir nicht nach der Party in den Kanal fallen. Da gehen wir mal von hier aus entlang. Das, ja, das finde ich ganz sinnvoll. Also da
Das sollte so gehen. Ja, wir setzen hier nochmal schnell einen Weg durch. So. Ja, hier ist auch jetzt schon ordentlich was los. Gucken wir mal hier nach dem, was wir definiert haben bei den Richtlinien. Stadtplanung ist okay. Hier sind nämlich keine Verbrennungsmotoren verboten. Das ist ganz sinnvoll, damit wir hier auch einen Zugang haben zu dem Distrikt. Das macht ja Sinn. So, jetzt ist der Bedarf an Flächen auch schon gut gedeckt. Ja. So, dann brauchen wir hier nochmal eine Busverbindung. Hier in den Bezirk. Also dann starten wir, mal gucken. Also hier ist die U-Bahn-Linie. Also dann setzen wir also hier einen Punkt. Dann haben wir vorne, da können wir eine Straßenbahnhaltestelle dann setzen, falten dann hier, so, müssen wir jetzt hier irgendwie noch drehen, ne? Hier und hier, sammeln die Leute hier wieder ein. Und fahren hier wieder zurück. Ja, das ist gut. Dann können wir hier nochmal eine Straßenbahnhaltestelle platzieren. Das ist eine Straßenbahn, genau. So, wir haben hier auch noch eine. Das sind zu viele. Dann nehmen wir die hier weg. Gut. So, diese neue Buslinie. Die müssten wir jetzt hier finden. Buslinie 37, genau. Naja, zwar schaffen wir zwei neue akademische Werke, das gucken wir uns sofort an. Denn das hier mal die Freizeit, mal die Partyline. Partyline L1. Und okay, jetzt gucken wir uns mal das Studienberichtsjahr an. Studenten gewonnen, das ist gut. Hier brauchen wir, glaube ich, nicht so viel Busse, dann nehmen wir mal nur 3. Das Fahrzeug ist nochmal der Biotreibstoffbus, das ist in Ordnung. Sehr gut. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen ein paar Bäume und Pflanzen setzen, denke ich mal. Vielleicht noch ein paar von diesen Content Creator Trees. Junge Linde. So, cool, wie sieht die aus? Das sieht doch ganz hübsch aus. Hier entlang. Da haben wir nämlich hier eigentlich ganz schön dann als Abschluss ein paar Wälder. Oder Wälder, vielleicht schon Bäume. Wir können hier. Ich glaube, wir brauchen hier noch ein paar andere Bäume oder die Erle, die sieht ja hier ganz schön aus. So, wir brauchen hier nochmal eine Polizeistation vielleicht. Wir gucken mal. Polizeiabdeckung, oh, die könnten wir vielleicht hier nochmal für die hier irgendwo noch reinkriegen. Hier vorne vielleicht. Quasi als, ja. Anlaufstelle für alle, die Stress haben. Sollte jetzt nicht direkt. So, dann müssen wir den Weg leider noch mal neu setzen. Da muss man, glaube ich, ein Gebäude wieder abreißen. Leider. Ja, das tut mir leid, aber geht leider nicht
anders. Dann kriegen wir das hier noch ein bisschen gerade gebogen. Ja. Das kriegen wir hin. Hier auch nochmal ein paar Bäume rein schummeln. Aber damit haben wir jetzt eigentlich einen ganz schönen Freizeitdistrikt. Wenn dann auf der gegenüberliegenden Seite dann den Tourismus ankurbeln und wir werden dann auch noch das Sondergebäude Tourismus setzen. Also Tourismus für die Berufsschule, da gibt es ja ein Spezialgebäude. Der Strom springt noch nicht über. Doch tut er. Ah ja, hier vorne. Das heißt, wir können diese Stromlinie entfernen. Alles versorgt, das ist gut. Dann werden wir diese Stromleitung los und setzen hier nochmal ein paar Bäume. Damit haben wir hier, glaube ich, auch eine schöne grüne Lunge. Abschluss zu dem doch sehr lauten Distrikt, denn wenn man ja hier sieht, diese Freizeitdistrikte sind ja schon sehr laut, oder? Das kriegen wir gut abgedeckt mit dem Waldstreifen hier. Das finde ich sehr gut. So, hier habe ich gerade eben gesehen, hier war ordentlich Fußgängerverkehr. Genau, wenn hier nämlich die Leute kommen. Oh Gott. Fahren die hier alle jetzt mit dem Bus oder was? Moment, stopp. Die wollen damit nicht fahren. Aber hier ist ja doch einiges an Fußvolk unterwegs. Was haben wir hier noch für Linien, die hier halten? Okay, hier können wir mal ein Fahrzeug mehr spendieren. Okay, das ist ja gut zu sehen, dass das offensichtlich klappt. Eins, fünftes noch. So, und dann ja, die gelbe Linie noch. Dieses nicht. Nein, das sieht eigentlich alles ganz gut aus. Ja. So, hier gibt es Lautstärkeprobleme. Das liegt natürlich daran, dass hier auch noch Partyzone ist. Champion Weightlifting Gym. Okay. Naja, gut. Wir könnten dann vielleicht hier auch nochmal den Fußweg entlang des Kanals ziehen. Oh, ja, das ist alles so. Das ist echt alles ärgerlich, dass das durch dieses Wasserkraftwerk jetzt hier wir diese Fehler bekommen. Das ist wirklich nicht schön. Und ich glaube, da müssen wir wirklich einfach abwarten, bis sich das Wasser hier sortiert hat. Man sieht auch hier, das ist alles. Aber das wird sich, denke ich, lösen, weil im Moment hier die Flüsse mal so bezeichnet, hier die Saar massiv in die Mosel reinfließt. Das ist natürlich totaler Quatsch. Aber das Spiel kann das nicht anders. Naja gut, dann müssen wir damit erstmal leben. Ja, also der Freizeitdistrikt wächst. Das finde ich schon mal ganz gut. So, jetzt können wir hier mal anfangen. Wir müssen diese Straße hier rüberführen, weil wir ja hier nochmal jetzt die andere Kanalseite bedienen wollen und müssen. Dazu müssen wir hier den Kanal an der Stelle auch schmaler machen. Das wollen wir jetzt mal einmal tun. So, dann müssen wir wahrscheinlich auch beim Gelände wieder etwas glätten. Das tun wir jetzt auch direkt mal hier auf der Seite. Damit das auch passt von der Höhe, nehmen wir die Höhe hier, ziehen sie hier rüber und passen das hier an, damit wir dann hier diese Straße
Das ist eine vierspurige Straße, genau, dass wir hier mit der Straßenbahn einmal rüberkommen. Also alle magnetischen Hilfslinien wieder an. Gehen hier geradeaus. Und dann gucken, dass wir hier rüberkommen. Das sind 21 Einheiten, das klappt. So machst du hier so eine Doppelbrücke, das gefällt mir nicht so gut. So, gucken wir mal hier. Passen wir nicht nochmal ab. So, also. Diese Höhe hier bitte. So nah wie möglich ran und hier auch. So, jetzt testen wir nochmal. Ich möchte hier geradeaus. Prima, das sieht sehr gut aus. Sehr gut, sehr gut. Dann haben wir hier schon mal einen sehr guten Übergang geschaffen. Ja. Ja. Was ist das denn hier? Kriminalität, hören wir hier die Polizeistation. Ich kann die Polizei ruhig mal aktiv werden. Und hier ist auch einiges an Verkehr. Aber gut, das ist so. Hier ganz viel von diesem Pasta-Restaurant. Ah ja. Überall diese Fragen haben wir ansonsten immer diese Fitnessstudios. Seafood. Ah ja, okay. Nehmen wir das. Das ist in Ordnung. Und die Polizeistation, ja, die kümmert sich auch. Das ist in Ordnung. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. So, was wir jetzt noch machen müssen, aber das verschieben wir jetzt in die nächste Folge, ist, dass wir jetzt hier das umplanen. Ich möchte vielleicht mal kurz den Distrikt, den wir hier gesetzt haben, der ist viel zu groß, verkleinern. Na, dass der jetzt nicht bis hier drüben geht. Das war ja erstmal nur eine Planungshilfe. So, da haben wir jetzt hier unseren Distrikt, den können wir hier nochmal ein bisschen verlängern. So. Ich glaube, das brauchen wir gar nicht, ne? Das hier auch mal raus. Verlängern quasi Eppinghofen. Ich glaube, das ist jetzt auch einfach sinnvoller. Hier auf der Seite, so hier bis zu der Haltestelle von unseren Booten, das hier gehört noch dazu, und dann haben wir so Eppinghofen etwas angepasst. Ja, das gefällt mir eigentlich, das ist sinnvoller. Ja, gut, also da jetzt habe ich das gesehen, hier oben, der Windpark, den können wir noch mal ein bisschen vergrößern. Das haben wir noch zugebaut. Die Windturbinen. Ja. Sehr schön. Ja, das gefällt mir gut. Also, damit haben wir jetzt hier unsere Freizeit soweit gesetzt. Haben das geschafft, was wir schaffen wollten. Hier fahren die Schiffe durch die Kanalmauer. Sieht das denn jetzt hier aus bei unserem Kraftwerk? Das sieht gut aus. Ja, also dann haben wir das endlich abgeschlossen. Jetzt werden wir hier weitermachen, hier Tourismus integrieren mit hohem Bedarf an Bevölkerung. Das kommt auch noch, und wir müssen die Bahnlinien hier aufteilen. Ich möchte nämlich dann hier auch nochmal einen Verkehrsknotenpunkt errichten, wo wir dann mit Bussen, mit der S-Bahn, mit der U-Bahn agieren können. Das soll hier entstehen. Dann hier auf der linken Seite brauchen wir dann
aber auch noch ein generisches Industriegebiet. Da müssen wir dann vielleicht in der nächsten Folge damit beginnen, hier die Hauptstraßen neu zu setzen. Aber das, wie gesagt, für die nächste Folge. Von daher mit dem Blick, und das machen wir, glaube ich, dann mal nachts. Gehen wir mal in die Nacht. Ja, Upsala, sogar mit Nordlichtern. Polarlichtern. Also mit dem Blick auf unseren neuen Freizeitdistrikt bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.